Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute geht es nun zurück zum Kaffeeautomaten. Und zwar soll es darum gehen, nun die einzelnen Aufgaben für den Kaffeeautomaten in Funktionen auszugliedern, sodass wir dann anschließend eine bessere Struktur unseres Gesamtprogramms bekommen. Okay, gehen wir direkt mal in den Emulator und zwar hier in den Compiler und gucken uns das Programm nochmal an. Wenn du das Programm auf deiner Festplatte nicht mehr finden solltest, dann ist das nicht schlimm, dann nimmst du einfach ein leeres Programm, weil das, was wir bereits programmiert haben, werfen wir gleich sowieso größtenteils wieder raus, um das entsprechend mit Funktionen zu realisieren. Okay, gucken wir uns mal an, wie der Kaffeeautomat aussah. Und zwar haben wir in der While-Schleife am Anfang den Port 1 ausgelesen und haben dort überprüft, welche Münze denn eingeworfen wurde. Beispielsweise hier das niederwertigste Bit, dann war das eine 1-Cent-Münze und dann haben wir erstmal ausgegeben, okay, wie ist denn der Betrag, wenn wir jetzt diese Münze auswerten, haben also den Betrag vorher um diesen 1 Cent inkrementiert und dann den Betrag ausgegeben. Und anschließend haben wir genau dieses eine Bit wieder zurückgesetzt. Du erinnerst dich vielleicht, also ganz zu Beginn der Reihe haben wir den ganzen Port auf 0 gesetzt. Und im zweiten Schritt sind wir dann hingegangen und haben dann genau dieses eine Bit dort hinten auf 0 gesetzt. Ich werde in dem Artikel zu diesem Video auch nochmal auf dieses Video verlinken, wo wir dieses bitweise Setzen und Löschen dort besprochen haben. Okay, dann wird weiter gefragt, ob eventuell das zweite Bit gesetzt worden ist, das dritte Bit und so weiter, um dann letztendlich diese einzelnen Bits auszuwerten. Okay, das kann man natürlich auch anders machen, weil letztendlich dieser Programmcode ja doch immer ähnlich aussieht. Das heißt, wenn wir dann für jedes mögliche Bit, also unsere 8 Bits, 8 mal den gleichen oder ähnlichen Programmcode hier aufschreiben, dann programmieren wir und speichern wir auf dem Mikrocontroller sehr ähnliche Programmteile und die kann man natürlich schöner zusammenfassen. Zum Beispiel könnte man hingehen und könnte sagen, ich definiere eine Funktion, die heißt beispielsweise Eingabe und die bekommt zwei Werte übergeben. Zum einen, welches Bit denn gesetzt worden ist, wenn eine Münze eingeworfen worden ist und dann auch, welcher Betrag denn dieses Bit entspricht. Das Ganze kann man natürlich dann für alle möglichen machen. Alle möglichen Seiten machen. Okay, das wäre jetzt für das erste Bit, dann wäre das hier für das zweite Bit und da haben wir das zweitletzte Bit gesetzt und das wären entsprechend 2 Cent. Das hier oben lösche ich mal raus. Das brauchen wir nicht und das für die späteren Bits löschen wir auch mal raus und dann kann man das entsprechend für die anderen Bits auch machen. Ich kopiere das mal rein. So. Und nehmen das hier wieder raus. Das brauchen wir nur einmal. Das heißt, wir haben jetzt für die einzelnen Bits, die werden letztendlich abgefragt und damit einfach die Funktion Eingabe aufgerufen. Und der Funktion Eingabe wird letztendlich dieser Münzschacht übergeben. Also welches Bit gesetzt wird, wenn eine spezielle Münze eingeworfen wurde. Also 1, 2, 4, 8 Hexadezimal oder entsprechend das oberste Nibble und dann hier entsprechend die Münzwerte. Das könnte man auch noch anders realisieren, aber ich denke mir jetzt im ersten Schritt reicht das erstmal, wenn wir das über diese zwei Parameter machen. Letztendlich können wir nachher auch eine Funktion schreiben, die nur diesen Schacht übergeben bekommt und anhand des Schachts können wir ausrechnen, welche Münze eingeworfen wurde. Okay, das heißt also, diese Funktion Eingabe brauchen wir. Ich deklariere die Funktion Eingabe mal hier oben. Das soll also eine Funktion sein, die nicht zurückgibt. Diese Funktion soll Eingabe heißen. Und dann haben wir zwei Parameter. Einmal ein Character, wo übergeben wird, welcher Münzschacht denn angesprochen wird. Und ein zweiter Parameter, wo angegeben wird, welcher Wert denn dort eingeworfen wurde, damit wir dann entsprechend auch
unseren Gesamtbetrag inkrementieren können. Ja, dazu musst du vielleicht nochmal dir die alten Folgen nochmal anschauen, wie wir diese Eingabe realisiert haben. Und dann ist deine Aufgabe, bis zum nächsten Mal dann diese Funktion Eingabe zu realisieren und zu überprüfen, ob letztendlich diese Eingabe dann auch funktioniert.